wenn du dich so ernährst, merkst du, wie Flexibilität in deinen Körper wieder zurückkommt, wie du dich immer besser fühlst und ja, beweglicher, elastischer, alles wird besser. Hi Leute, heute geht es darum, wieso du deinem Körper mehr Wasser zuführen solltest, wie du das Ganze machst und auf was es dabei zu beachten gibt. So, okay, also, pass auf. Heute soll es mal darum gehen, wie du deinen Körper wieder hydrieren kannst. Und es ist einer der wichtigsten Faktoren, um gesund zu sein, dass dein Körper sich wieder hydriert, dass du genug Wasser in deinen Körper bekommst. Und er das auch aufnimmt. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. So, warum solltest du das Ganze machen? Weil, wenn du dir zum Beispiel mal anschaust, wie weich, elastisch, flexibel und gesund junge Triebe sind und auch Kinder, wenn du mal Babys beobachtest hast, wie flexibel, wie weich, wie elastisch bei denen alles sind, wie gesund die sind. Und es ist eines der größten Probleme heutzutage ist, dass der Körper mit der Zeit dehydriert. Und du kannst dir es auch anschauen bei Pflanzen. So, wenn du Pflanzen hast, junge, weiche, flexible Triebe, so die brechen nicht. Die sind eben flexibel, elastisch, biegsam. Die brechen nicht und alles, was ja, hart ist, was austrocknet, ja, das bricht, wird immer gebrechlicher. Und ja, genauso verhält sich es beim Menschen mit den Knochen, mit dem Gewebe, mit allem. Es wird immer brüchiger, es ist nicht mehr so gesund, es ist nicht mehr so fit, es ist nicht mehr so elastisch, die Haut. Genau das Gleiche. So, das heißt, wenn du dir was Gutes tun willst, dann solltest du schauen, dass dein Körper wieder hydriert. Lauren Lockman macht das zum Beispiel auch. Einer hat das, eines der größten Fastencenter der Welt, glaube ich. Und zwar, dass er auch immer schaut, wie stark ist der Körper hydriert. Und bei jedem Zivilisationsmenschen ist der Körper nicht genug hydriert. Und wenn du dir anschaust, unser Planet, unser wunderschöner Planet hier, der hat, da unten ist sogar ein Fluss, der hat 2/3 Oberfläche Wasser. 2/3 Wasser. Und beim Körper ist es genauso, wenn du schaust, dass du die Lebensmittel, die du zu dir nimmst, dass die mindestens 2/3 Wasser enthalten, dann hydrierst du deinen Körper immer mehr mit der Zeit. Das heißt, jede Mahlzeit, die du isst, kannst du darauf achten, dass sie dich mehr und mehr hydriert. Und dabei ist es wichtig, Wasser ist eben nicht gleich Wasser und es kommt nicht darauf an, was du für Wasser trinkst, sondern auch in erster Linie, was du für Wasser isst. Wenn du Weißmehlprodukte, Fertigprodukte viel isst, dann enthalten die teilweise 10, 20, 30% Wasser nur. Und wenn du Obst, Gemüse, so jedes Gemüse 70% Wasser mindestens. Obst, eigentlich alles 90% Wasser. Und wenn du mehr Obst und Gemüse isst, dann hydriert dein Körper mit der Zeit wieder. So, du kannst so viel Wasser trinken, wie du willst. Der Effekt ist nicht der gleiche, wenn du dehydrierte Lebensmittel zu dir nimmst. Und das ist eben ein Riesenpunkt, dass man das beachtet und wirklich schaut, dass man genug hydrierende Lebensmittel ist. Hier ganz gutes Beispiel. Gut, die Träuble sind schon weg, die meisten. Ne, da hängen ein paar. Weintrauben, auch super viel Wasser. Wie gesagt, wie alles Obst, Gurken, ich glaube zu 96%. Gurken hat, glaube ich, so ziemlich am meisten Wasser. Aber ja, alles Obst und Gemüse eigentlich. Ja, 90% Wasser mindestens. Und
Es ist einfach was ganz anderes. Wenn du dich so ernährst, merkst du, wie Flexibilität in deinen Körper wieder zurückkommt, wie du dich immer besser fühlst und ja, beweglicher, elastischer, alles wird besser, so die Haut. Es ist einer der wichtigsten Faktoren, wie gesagt. Und beim Wasser ist es eben genauso. Umso feinfühliger du wirst, umso mehr wirst du merken, dass es beim Wasser nicht nur darauf ankommt, wie viel du trinkst, so 2 Liter Wasser am Tag. Wenn dein Körper das Wasser gar nicht aufnimmt, weil das einfach schlechtes Wasser ist, dann bringt das nämlich auch nichts. So. Du solltest zum Beispiel darauf achten, Plastikflaschenwasser zu vermeiden, direkt aus der Leitung zu trinken. Es kommt sehr stark darauf an, wie das Wasser strukturiert ist. Und strukturieren das Wasser kannst du, indem du es erstmal im Raum auch ankommen lässt, in einem guten Behälter, Glas oder zum Beispiel Kupfer. Aber immer reinigen auch. Und kannst es über Nacht stehen lassen und dann ist es ganz anders strukturiert oder so 2 bis 4 Stunden mindestens. Dann ist das Wasser ganz anders strukturiert. Und das ist ein wichtiger Faktor. Du kannst es, wenn du immer sensibler vom Körpergefühl her wirst, beobachten, dass... Also ich merke es mittlerweile, wenn ich unterschiedliche Wasser trinke, dann merke ich bei dem einen, gerade wenn du zum Beispiel, kannst du selber testen, wenn du nichts gegessen hast morgens und dann merkst du schon, hey, Urin ist natürlich dann auch konzentrierter, aber wenn du dann dieses Wasser trinkst, zum Beispiel irgendein schlechtes Wasser, wo du schon ein bisschen, einmal merkst du schon am Geschmack, dass es relativ tot schmeckt und nicht so richtig runtergeht, den Hals. Nicht so leicht und sanft, dass es so richtig runterzieht. So. Und dann kannst du oft beobachten, dass du wirklich merkst, du fühlst dich danach nicht richtig hydriert. Du trinkst und eine halbe Stunde später danach, du merkst, okay, ja, es geht irgendwie durch, aber mein Körper scheidet es einfach nur aus und ich fühle mich nicht, ja, man merkt ja schon, wie man vielleicht vorher zum Beispiel einen trockenen Mund bekommt oder so und das geht dadurch nicht weg richtig. So, und daran kannst du ganz gut merken, wenn du anderes Wasser trinkst, das besser strukturiert ist, Quellwasser, frisches, gutes Wasser, Bergwasser, was auch immer, dann merkst du, dass dein Körper das aufnimmt und wenn du da irgendwie einen halben Liter getrunken hast oder einen Liter, was auch immer, dann merkst du, ja, dass du wieder hydriert bist, du fühlst dich frisch, du fühlst dich gut, du fühlst dich klarer wieder im Kopf, du hast nicht mehr diese Trockenheit. Und das ist ein richtiger Faktor. Also ja, Hydration vom Körper ist ein Riesenpunkt. Und wenn man auf diesen Punkt Acht gibt, ja, dann merkt man, was sich da körperlich, geistig, gesundheitlich tut. Und ja, schreibt gerne mal unten drunter, was ihr für Erfahrungen damit habt. Mit Wasser, mit den Lebensmitteln, wie hydriert die sind. Und ja, was ihr da so festgestellt habt, was euer Lieblingswasser ist. Und genau, wenn ihr noch Fragen dazu habt, geht gerne auch mal in die Facebook-Gruppe rein. Dauerhafte Gesundheit für bewusste Menschen. Ich verlinke es mal unten drunter. Dann stellt euer die Frage gerne. Jeden Mittwoch bin ich live, 19:45 Uhr. Schaut da gerne rein. Und dann nehme ich eure Frage mit rein. Und genau. Ansonsten. Wenn euch das weitergeholfen hat, abonniert gerne den Kanal, teilt das Video, damit es andere Leute erfahren können. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen, sonnigen Tag. Macht's gut, Leute. Ciao.